Die Grünen haben sich mal wieder komplett blamiert. Obwohl Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst von einem Wirtschaftskrieg gegen Russland spricht, ist für die Grünen das Wort Wirtschaftskrieg, wenn es von der Opposition verwendet wird, ganz, ganz böse. Naja, so viel zur Heuchelei und Doppelmoral der Grünen, aber das heißt Doppelmoral. Also wir führen nun mal einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, der unsere Wirtschaft ruiniert, und das auszusprechen, das ist für die Grünen natürlich ganz, ganz gefährlich. Aber selbst. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat diesen Clip hier veröffentlicht. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Laie, Sie sprechen ja für eine Fraktion oder eine Partei, eine Gruppe hier, die bis heute es nicht schafft, das zu verurteilen, ohne in irgendeiner Form zu relativieren. Und Sie haben gerade gesagt, diese Bundesregierung führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich finde das eine solche Infamität. Es ist so dermaßen infam in einer Situation. Oh Gott, endlich die Abgeordnete. Wird die irgendwo produziert, also diese gespielte moralische Empörung über ganz normale Worte wie Wirtschaftskrieg. Ja, große russische Banken von SWIFT ab. Ja, wir beschlagnahmen Geld, was eigentlich der russischen Zentralbank gehört. Ja, wir schränken Rohstoffexporte aus Russland ein. Es wird sogar über völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen diskutiert. Was, wenn kein Wirtschaftskrieg, soll das sein? Maurice Höfken, Ökonom. Der hat sogar ein Buch geschrieben, namens Der neue Wirtschaftskrieg. Der arbeitet übrigens bei einem linken Abgeordneten. Also natürlich führen wir einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. In der noch immer Menschen sterben, diese Täter-Opfer-Umkehr immer weiter zu betreiben. Es ist nicht Deutschland, das einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt. Es ist Russland, das einen brutalen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt und das einen Wirtschaftskrieg mit Deutschland, mit der Europäischen Union und mit dem Rest der Welt führt. Also, zu einem Wirtschaftskrieg, der wird nur von einer Seite geführt, der wird nicht von beiden Seiten geführt. Also, was soll man dazu noch sagen? Die Grünen. Mit Energie, mit Hungersnöten und so weiter. Ich fordere Sie auf, diese Aussage zurechtzurücken und Täter und Opfer richtig zu benennen. Ja, Herr Banatschak, das möchte ich sehr gerne zurechtrücken, weil es kann nicht sein, dass Sie jedes Mal, und das gilt ja nicht nur für Sie, sondern das gilt ja für ganze Teile der Ampel, so an die Decke gehen, wenn jemand Wirtschaftskrieg sagt. Ich zitiere Robert Habeck aus dem Frühjahr letzten Jahres. Wir sind Robert Habeck im ZDF. Wir sind, bitte nicht unterbrechen, bitte nicht unterbrechen. Wir sind Wirtschaftskriegspartei. Ihr Wirtschaftsminister im öffentlichen Fernsehen. Sind quasi Kriegspartei als Wirtschaftskriegspartei. Da sind Sie ja auch nicht an die Decke gegangen. Punkt eins. Und ich bitte Sie, das sozusagen im Sinne einer sachlichen Diskussion ab hier auch zu lassen. Punkt zwei. Lassen Sie mich ausreden. Niemand relativiert, wer in die Ukraine einmarschiert ist. Es war Russland. Ja, selbstverständlich relativiert. Da braucht man gar nicht mehr auch mal extra klarstellen. Es ist völlig klar. Also das ist ja nicht der Punkt. Also wenn man einfach sagt, wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, wir haben einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, dann hat das erstmal nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Also natürlich hat der Westen diesen Wirtschaftskrieg begonnen, weil Russland hier das Monopol des Westens auf Angriffskriege in Frage stellt, weil Russland hier die unipolare Weltordnung in Frage stellt und eine multipolare Weltordnung haben will. Da sollten wir Europäer halt schauen, wie positionieren wir uns da strategisch klug. Also diese moralische Verurteilung der Grünen, die muss man da gar nicht mitgehen. Also das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Also dass das einfach eine Taktik der Diskursverschiebung ist, dass man damit vom eigentlichen Punkt, nämlich dem Wirtschaftskrieg, der unsere eigene Industrie ruiniert, ablenken will. Das ist der Punkt, auf den man sich konzentrieren sollte. Russland, das in die Ukraine einmarschiert ist. Aber was wir nicht mitmachen, ist die Geschichte, dass dieser Krieg der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit ist, der ohne Vorgeschichte ausgekommen ist. Erst war Frieden und dann war Krieg. Sie erklären diesen Krieg wie in einem Batman-Film, gut gegen böse. Und so kommt man aus dieser Situation nicht raus. Ehrlichkeit heißt zu wissen, was war die Geschichte, wie sind wir hingekommen. Und das relativiert nichts daran. Und ich habe null Sympathien mit der russischen Regierung. Würde ich das, was ich hier tue, in Russland tun, wäre ich dort im Knast, das weiß ich. Und damit habe ich null Sympathien. Und trotzdem stehe ich hier und sage, was ist. Und das ist die Aufgabe einer Opposition. 100% basiert. Christian Laie vom Bündnis Sahra Wagenknecht zerlegt die Grünen. Also ihr merkt es, die Grünen haben keine Argumente mehr für ihre selbstzerstörerische, für diesen völlig irren Wirtschaftskrieg, der unsere Industrie ruiniert. 20% der energieintensiven Industrie sind schon abgewandert. Und Christian Laie zerstört hier regelrecht die Grünen. Deswegen meine Aufforderung an euch: Clippt das, shortet das, ladet dieses Video auf allen anderen Plattformen hoch, die ihr irgendwie kennt. Wirklich super Clips, also super Social Media Arbeit von Bündnis Sahra Wagenknecht, dass sie das so zusammenschneiden. Das muss ja mehr werden. Da muss man noch, also wie gesagt, die Clips hier, die kann man ja
als Shorts noch auf TikTok, auf Instagram, auf sonst wo hochladen. Also das ist wirklich super Medienarbeit, dass die das hier zusammenfassen und so die ganze Heuchelei der Grünen einmal aufzeigen. Wie gesagt, wir haben sich anscheinend eine vernünftige Social-Media-Abteilung geholt.